heute ist es 15.46 Uhr. Ich habe jetzt mit dem Fahrrad gerade unterwegs. Also heute war das so, dass ich ja den freien Tag hatte, aber da ich gestern auch nicht zur Schule gegangen bin, obwohl ich es eigentlich hätte müssen, habe ich heute praktisch 2 Tage aufeinander frei gehabt. Nee, musste ich am Dienstag rein? Momentchen, wenn ich gestern hätte da sein müssen, dann wäre ich ja... Ja, nee, am Dienstag war ich ja da, weil für 4 Stunden, weil wir ja Deutsch geschrieben haben. Auf jeden Fall, Leute, also die ersten 2 Stunden waren Mathe. Ich war da zwar dabei, aber ich habe parallel andere Sachen gemacht. Und ja, danach wären... Was wäre danach gewesen? 2 Stunden Deutsch oder so? Nee, 1 Stunde Deutsch, 1 Stunde Geschichte und 2 Stunden Englisch. Aber bei Deutsch Geschichte, da macht ihr nie Online-Unterricht. Und bei Englisch, ja. Also ich habe ungefähr so um 11 angefangen, an meinem Referat zu arbeiten. Weil wenn ihr die Geschichte kennt, ich hätte ja gestern das Referat gehabt. Das heißt, vorgestern um 18 Uhr hätte ich spätestens... Hä, war das schon vorgestern? Ja, ich glaube, es war vorgestern. Vorgestern hätte ich ihr es am Abend um 18 Uhr das Handout schicken müssen, aber ich habe das gar nichts geschafft und so. Deswegen habe ich ihr geschrieben und war gestern auch nicht in der Schule. Der Alex hätte auch am Montag, also noch vor mir vortragen müssen, da war der aber auch nicht da. Und dann hat sie gesagt, ja, dann halten wir halt beide, ich und Alex, am Freitag. Und da kam das mir so total viel vor, obwohl das waren ja nur 2 Tage, also gestern und heute. Das Ding ist halt, ich habe halt vor ein paar Tagen, ja keine Ahnung, letzte Woche habe ich angefangen mit Geniali. Also das Ding ist halt, ich habe immer mit Libre Impress oder so gearbeitet. Und dann hat der Albin in BWL mal so ein auch PowerPoint-Präsentation in Fachreferat vorgetragen. Und das war anscheinend irgendwie total geil. Und dann hat die Helena in der Klassengruppe gefragt, ja, was war das für eine App? Und er so, ja, Geniali. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann versuche ich das mal auch. Aber ich hatte schon meine Bedenken, das war da kompliziert und dann habe ich mir schon von Anfang an gedacht, so, das wäre wieder typisch, wenn ich das nicht speichern könnte, ja. Und dann habe ich das einfach mal ausprobiert, obwohl ich da nur 2 oder 3 Seiten bearbeitet habe und das ging nicht. Da musste man sich da irgendwas kaufen, irgendwas anmelden, keine Ahnung. Die kostenlose Version wäre, glaube ich, gewesen, wenn man sich einen Link über die E-Mail schickt, aber der Link ging nicht auf. Auf jeden Fall habe ich das dann gelassen und dann weiter mit Libre Impress gearbeitet. Ich bin schon fertig. Ich habe das fertig, aber ja, also ich habe auch drüber geguckt, aber man muss ihr nur das Handout abschicken. Das Handout habe ich dann praktisch also gemacht. Ja, das habe ich alles abgeschickt und heute hat mein Vater die restlichen Möbelstücke aus unserem Flur rausgebracht, weil der ja gerade renoviert wird. Und um 3 ist dann der Maler gekommen. Beziehungsweise der Arbeiter. Und deswegen sind ich und mein Vater jetzt raus, um da einfach nicht zu stören, dass da einfach nicht die Bude voll ist. Und ich glaube, er soll... Ah ja, genau. Also meine Mutter hat gesagt, er soll ungefähr 4 bis 5 Stunden bleiben. Also dann er streicht halt die Wand, macht da irgendwelche Schrauben raus, wie sagt man, stopft die Löcher und baut dann den Flur auf. Genau, ich habe ihr das dann direkt geschickt. Das Ding ist halt, unser WLAN-Router ist halt beim Flur gewesen und da der freigemacht wurde, hat mein Vater so das WLAN einfach ausgeschaltet, einfach rausgesteckt und ich war dabei, es abzuschicken. Dann haben wir so, alter Falter, ich habe halt ja das Handout fertig gemacht, aber zum Handout musste man noch die Quellen schicken und ich wollte das einspeichern, aber es ging halt nicht und ich musste noch die Quellen und irgendwie habe ich so gedacht, ja, scheiße, Quellen sind so viel, aber eigentlich habe ich nur 2 Seiten hergenommen, weil dieser Sänger, über den ich halten werde, der, ja, also da gab es halt nicht so viele Infos. Also da muss man ja nur die Quellenangabe, so den Link reingeben. Und ich habe jetzt mir auch das Ganze ein bisschen erspart mit irgendwelchen Kürzeln und keine Ahnung was. Beim Fachreferat musste man ja selbst bei den Quellenangaben irgendwie eine ganze Doktorarbeit schreiben. Ich habe einfach nur den Link reingegeben. Das waren nur 2 Zeilen. Ja, und dann hat er es wieder reingesteckt. Es hat 10 Minuten gedauert, bis er sich wieder verbunden hat. Und dann, ja, habe ich es abgeschickt und jetzt sind wir hier. Wir haben anfangs einen anderen Ort ausgesucht, beziehungsweise mein Vater ist gerade irgendwo hin auf Toilette oder so. Und dann gucken wir, ob wir dahin fahren oder zu einem Nebenort. Und wir befinden uns gerade in
der unmittelbaren Nähe von Alex. Können wir ihn gleich besuchen gehen, ihm Besuch abstatten und fragen, wie es so mit seinem Referat aussieht. Ich hab's schon abgeschickt. Leute, ich hab weniger Angst als vor Englischreferat. Also Englischreferat habe ich ja irgendwie schon direkt im September gehalten. Auch mit Alex an einem Tag, richtiger Zufall. Und kürzlich musste ich ja spontan über ein Thema reden. Aber ich hatte bei diesem Referat, Alter, also in Englisch damals, was ich mit Alex gehalten habe, ich hatte so Angst gehabt, ne? Ich hatte so Angst. Und hier, also ich meine, ich bin schon nervös, aber, also was ist nervös? Ja, keine Ahnung. Nicht wirklich nervös. Ich denke gar nicht irgendwie dran. Ja, und jetzt entscheiden wir uns, ob wir in dieses Örtchen fahren oder in das andere Örtchen, was noch näher an Alex dran ist. Und wir sollten halt irgendwie auch noch was zu essen kaufen. Weil vor dem Rausgehen habe ich nur ein kleines Lindbonbon zu mir genommen. Ansonsten war der Kühlschrank nicht so mit Dingen voll, die man sich hätte nehmen können. Heute 22 Uhr, ich bin zu Hause. Also, genau, es war irgendwie total hin und her, weil bei uns zu Hause, ich weiß auch gerade gar nicht mehr, ob ich das erzählt habe, bei uns ist ein Maler zu Hause gewesen, von 3 bis 9 jetzt. Oh, genau, ich habe das, glaube ich, schon erzählt, um halt unsere Flur zu bemalen und halt eben ja, die Kommoden anzumontieren. Wir hatten Wandfarbe gekauft und mein Vater hat gesagt, das reicht für 4-mal die gleiche Fläche. Aber meine Mutter hat angerufen und gesagt, ja, vielleicht reicht die Wandfarbe ja nicht. Und ich wusste ganz genau, dass das nicht der Typ selber gesagt hatte, sondern dass sie es selber von sich aus gesagt hat, weil sie Angst hatte, dass da irgendwas fehlen wird und dass er dann halt nicht weitermachen kann und so, diese Paranoia. Weil die Wandfarbe hat gereicht und also da sind 2,5 Liter und also wir haben hier 8 Türen im Flur, also das hätte locker gereicht. Auf jeden Fall hat mein Vater gesagt, ja, dann fahren wir halt nicht so weit weg und im Endeffekt keine Ahnung, wo wir waren. Wir waren halt, ja, wir haben angehalten, haben 2 Leberkässemmel gekauft im Supermarkt, haben das im Auto gegessen, weil es hat einfach angefangen Schnee zu stürmen. Und es war kalt und ja, wir haben das dann gegessen. Dann sind wir 5 Minuten weggefahren, sind dort stehen geblieben an so einer Raststätte und wollten irgendwie so spazieren. Aber da war irgendwie so ein nicht gestreuter Weg und es hat angefangen zu schneien und es war irgendwie so ein Feld. Und dann hat mein Vater gesagt, ja, dann fahren wir wieder zurück zu diesen Supermärkten da. Dann haben wir das Auto dort hingestellt und ja, sind halt durch dieses Dörflein gegangen. Was haben wir da gemacht? Ja, wir sind einfach nur rumgegangen, sind in den Bücherladen reingegangen und haben ein Eis gekauft, also ein Eis für beide. Ja, genau, also in der Region, wo wir waren, da sind die Zahlen, glaube ich, noch nicht so hoch und da ist es teilweise so, dass man sich nicht anmelden muss oder einen Termin ausmachen muss, wenn man irgendwo reingeht. Also bei Bücherläden ist es im Prinzip immer so, dass man keinen Termin, glaube ich, braucht. Bei Essen ist es ja auch immer so, dass man das rausholt. Aber ja, also das ist halt gerade so eine Region, ländliche Region, wo es halt noch nicht so hoch ist. Ich glaube 50 oder so. Bei uns ist es ja schon irgendwie 70. Oder ja, 69 halt. 70. Dann sind wir wieder zurückgegangen, weil da gab es halt nicht so viel zu sehen. Also dieses Dorf war halt so nach 15 Minuten gehen schon zu Ende und dann ging es halt weiter auf die Landstraße. Ja, dann sind wir wieder zurück. Da wieder angefangen zu schneien, also wir sind nach Hause gefahren. Der Typ war noch drin. Der ist noch nicht fertig geworden. Also meine Mutter hat gesagt, ja, mach halt nur die Schuhkommode jetzt, damit wir halt alle Schuhe jetzt einsortieren können und das Restliche machst du dann morgen. Er hat so krasse Geschichten erzählt, also hat meine Mutter gesagt, was ihm alles so passiert ist im Leben. Ja, Leute, mein spanischer Verrat. Ich habe ja mein Handout und meine Quellenangaben irgendwie schon um 2 oder ja 2:30 abgeschickt,
weil man jetzt hätte um 18 Uhr abchecken können, aber wie gesagt, ich wusste ja, dass wir irgendwie erst um 9 Uhr zu Hause sein werden. Um 17 Uhr, 59, also eine Minute vor 18 Uhr, bekomme ich eine E-Mail von der Lehrerin, prima, Dankeschön. Und das ist halt wieder so typisch, dass da manche Leute immer so eine Minute vor Abgabetermin was reinschicken, weil, keine Ahnung, also warum man dann genau um diese Uhrzeit reingeht. Also, keine Ahnung, ich glaube, die nimmt es ein bisschen zu ernst, oder ich glaube nicht, dass es Zufall war, aber auf jeden Fall eine Minute vor 18 Uhr, eine Minute vor Abgabetermin, hat sie dann ja, die E-Mails durchgecheckt und mir das geschickt. Prima, Dankeschön. Ich hoffe, dass der Alex auch dran gedacht hat, es bis 18 Uhr abzuschicken. Weil, als ich ihn gestern gefragt habe, nee, vorgestern Abend, hat er noch nichts gemacht. Und bei mir war das ja so, dass ich schon was gemacht habe. Also ich habe mich schon Wochen davor mit dieser Persönlichkeit beschäftigt. Und da gibt es nicht so viele Angaben. Da gibt es jetzt, also die Angaben, es gibt schon genügend Angaben, aber also das, was ich halt Informationen verarbeiten kann in meinem Referat, aber halt, nee, also das sind halt einfache und ich habe es halt viel zu oft geübt, den Text, deswegen konnte ich das schon und ich habe da schon ja auf der anderen PowerPoint-App das teilweise schon abgetragen und so, deswegen war das, also ich habe ja auch schon gebraucht, ne? Ich habe von 11 bis 1 oder so, habe ich da gearbeitet. Auf jeden Fall habe ich ja schon gesagt, dass meine PowerPoint-Präsentation eigentlich fertig ist. Aber ich habe mir halt noch nicht, also ich habe das noch nicht alles so, wisst ihr, so geübt mit dem Text, dass ich das irgendwie weiß. Also ja, ich muss mir halt noch den Text aufschreiben und den üben, das halt irgendwie versuchen zu synchronisieren mit meiner PowerPoint-Präsentation. Und dann hoffe ich, dass es morgen was wird. Vor allem morgen dann in der letzten Stunde. Aber ich meine, es sind ja nur 5 Minuten, ne? Ich frage mich, wie es beim Alex werden wird. Ich meine, ich weiß ja schon, über wen er hält. Aber ich habe auch keine Ahnung, weil das Ding ist halt, ich habe bei keinem einzigen Referat wirklich zugehört. Die Referate fingen ja schon irgendwie, ja, erst im Januar, glaube ich, an. Und seitdem habe ich, also ich habe kein einziges Mal jemanden persönlich, also halt im Präsenzunterricht, dieses Referat anhören müssen, können, dürfen. Also bis jetzt eigentlich nur online. Ich weiß nicht warum, weil aus meiner Klasse die Leute, die haben ja auch Referate. Und wir sind ja seit Februar in der Schule, aber anscheinend war das dann irgendwie so, dass es zufälligerweise so war, dass die alle an dem Tag irgendwie halten mussten, wo man online war. Oder sie waren halt an dem Tag, wo sie eigentlich Präsenz hätten, krank und durften dann online halten. Keine Ahnung, aber ich habe auf jeden Fall kein einziges persönlich mitbekommen. Nur online und da habe ich nicht wirklich zugehört. Ich meine, bei den ersten habe ich mehr oder weniger so zugehört, weil ich wissen wollte, ja, was ist das, wie stellt sich das vor? Aber ansonsten, ja, ich kann mich da auch nicht daran erinnern, was da alles genau gemacht wurde. Ich habe am Anfang noch so Fotos gemacht von jeden einzelnen Folien von den Leuten, aber dann dachte ich so, ja, das ist ja alles so abhängig. Also bei mir kann es ja vielleicht anders sein und so. Und ja, deswegen, keine Ahnung. Ich habe ja auch den Alex gefragt, wie viele Folien er gemacht hat und so. Also zuerst, ob er halt schon das Referat gemacht hat und wie viele Folien er gemacht hat. Also vorgestern habe ich ihn gefragt. Und er hat gesagt, ja, ich habe es noch nicht gemacht, weil ich erstens einmal fragen wollte, ja, wie viele er ungefähr hat, weil ich hatte halt Angst, dass ich zu viele oder zu wenige mache oder, wie gesagt, ich hatte keine Ahnung, wie, also, ich hatte Angst, dass ich, also, nicht, dass ich was komplett Falsches mache, aber so, dass die halt schon gesagt hat, wie sie sich das vorstellt oder halt Feedback von den anderen, zu den anderen gegeben hat oder dass man da irgendwas einhalten muss oder dass es irgendwie anders ist, wie ich es mir vorstelle. Und das wollte ich ihn auch fragen, aber er hat es ja nicht gemacht und so. Und heute habe ich ihn jetzt auch, also nicht gefragt, weil ich habe es ja schon fertig und so. Und ich mache es jetzt einfach so, wie ich das jetzt irgendwie gemacht habe. Nach der Reihenfolge von meinem Text, den ich schon vorbereitet habe, den ich sprechen werde. Ja, Leute. Wie gesagt, also ich habe nicht wirklich Angst. Ich überlege mir noch, ein Lied dazu zu fügen, irgendwo im Hintergrund, dass ich das laufen lasse. Ich weiß nicht, ob das geht. Oder einen kurzen Einspieler oder so.
So Hörprobe. Ich guck mal, ob das geht. Also ich, das Ding ist halt, das Internet ist immer noch nicht angeschlossen. Mein Vater macht es gleich. Deswegen werde ich gleich duschen gehen und weil es ist schon 22.14 Uhr duschen und dann werde ich mir den Text aufschreiben, einmal kurz durchgehen und passt es hoffentlich. Was wollte ich sagen? Genau, meine Oma hat heute Geburtstag. Ich habe sie auch angerufen. Dann in der Szene, wo ich im Auto war danach. Und ja, also heute waren wir nicht bei ihr. Wir haben einfach nur am Telefon gratuliert. Genau, also vielleicht, also wir wollten eigentlich halt irgendwie vielleicht am Kerstin gefällt dein Video auf TikTok. Wir wollten halt uns vielleicht, also bis jetzt war das so der Plan, dass wir uns am Samstag oder so treffen und was essen. Also dass wir Essen nach Hause bestellen, weil jetzt kann man ja schlecht in einem Restaurant draußen essen. Ich habe heute fleißig wieder Insta-Stories gedreht, gesungen, so Videos von draußen gemacht und habe jetzt auch bei TikTok meine Aktivität in letzter Zeit gezeigt. Habe jetzt, glaube ich, diese Woche 3 Videos oder 4 Videos hochgeladen und ja, die kommen auch ganz gut an. Ja, genau, und die Helena hat heute, ich glaube, das war die Helena oder der Ben, hat reingeschrieben in unsere Gruppe, dass die Ethik Leute ihre Note wahrscheinlich irgendwie am Freitag bekommen und die Ethik-Kurzarbeit wird am Montag nachgeschrieben. Genau, wer war bei Ethik krank bei uns? Der Alex und der Alvin. Und der Bene, glaube ich. Aber der ist ja in katholisch. Keine Ahnung, auf jeden Fall, also das ist ja bei Nachschreiben-Dingern immer irgendwie unterschiedlich. Also bei Mathe war das jetzt so, die Kurzarbeit verpasst haben, die müssen jetzt irgendwie am Ende der Schuljahres nachschreiben. Und ja, Ethik jetzt irgendwie direkt so eine Woche danach, weil wir haben letzten Montag geschrieben. Und die Deutsch verpasst haben, keine Ahnung, also ich weiß nicht, also das wird auch, glaube ich, auch nicht vorher gesagt, wann die Nachtermine sind. Aber ich finde es halt schon gut, dass wenn es gleich danach kommt. Also vielleicht nicht am nächsten Tag, aber halt in unmittelbarer Nähe Zeit. Also nicht am Ende des Schuljahres. Und der Alex wollte jetzt auch noch ein bisschen lernen, ne? Und dann nächste Woche nur noch eine Sache und dann sind Ferien, Leute. Ja, Leute, es ist 2:02. Ich habe mich eigentlich schon irgendwie so um 10 oder so dafür entschieden, dass ich morgen nicht für die ersten 2 Stunden zur Schule komme, weil, ja, also es ist gerade 2 Uhr nachts. Ich musste dann irgendwie um 6:30 aufstehen. Und die ersten 2 Stunden sind Mathe und ja, also... Ich wäre eigentlich heute überhaupt wahrscheinlich gar nicht in die Schule gekommen, aber ich habe ja dieses Referat schon verschoben bekommen, deswegen muss ich hin. Aber ja, ich glaube, ich komme dann wieder zur dritten, weil irgendwie lohnt es sich dann auch nicht wirklich, wenn ich erst für mein Referat komme oder ein bisschen früher. Vor allem dritte, vierte Stunde ist Deutsch Geschichte. Ich weiß nicht, ob er, ich glaube nicht, dass er die deutsche Aufgabe rausgibt. Wir haben die am Dienstag geschrieben. Und ja, keine Ahnung, ich glaube, ich komme einfach zu Deutsch, damit ich halt noch so wenigstens eine Pause chillen kann oder 2, bevor Spanisch, weil Spanisch ist halt in der 7. und nach der 6. ist halt nochmal so 15 Minuten Pause. Ich glaube, da bleibe ich eventuell drin, ich weiß noch nicht, mal gucken, um halt zu üben. Aber ansonsten, ja, ich habe mir auch kurzzeitig überlegt, ja, soll ich vielleicht doch halt zu Mathe kommen. Aber wie gesagt, es ist 2 Uhr nachts, ich bin total müde und ich möchte am Morgen nochmal das mehrfach durchgehen, das Referat. Ich habe das jetzt alles eingespeichert, auf dem Stick gespeichert. Ich habe mir zuerst gedacht, ja, lege ich den hier hin und am Morgen beprüfe ich nochmal, ob das geht. Aber dann dachte ich mir so, ja, bei meinem Glück vergesse ich das einfach. Deswegen habe ich das jetzt kontrolliert und mein Mäppchen in die Tasche gelegt. Ja, also ich habe hier mal Texte geschrieben, aber die werde ich, glaube ich, nicht so behalten, weil die sind unübersichtlich und hässlich. Ich glaube, ich übertrage mir das nochmal. Ich weiß nicht, ob ich Karteikarten benutzen soll oder normales Ding. Ah ja, genau, was ich zu den Audios sagen wollte. Ich habe keine Funktion gefunden, wo ich so Audios einblenden kann. Wenn man einen Link reinmacht, dann wird nicht mehr als Link angezeigt, sondern als ganz normale Schrift und dann
selbst wenn es gehen würde, dann würde immer noch das Video geleitet werden und ich will ja nicht das ganze 3-minütige Video, Musikvideo zeigen, vor allem, weil ich auch 3 zeigen will. Und dann habe ich mir gedacht, ja, da steht irgendwas mit Audios, dann nehme ich halt eine Audio auf von den YouTube-Videos und dann tue ich das wieder dazu, aber irgendwie wusste ich nicht mehr, wie ich die Audios von meinem Handy auf den Computer überhaupt übertrage, geschweige denn in die PowerPoint-Präsentation. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, ich kann ja einfach vom Handy aus, ich habe ja das in meine Sprachmemo aufgenommen und dann, ja, mache ich es einfach an. Ich habe das laut genug gemacht. Passt schon. Und die Lieder sind so geil, dass ich halt am besten irgendwie das ganze Lied vorlegen würde, aber ja, es ist eh schon viel, wenn ich irgendwie 15 Sekunden zeige. Passt schon, das sind die 3 Lieder. Ein bisschen Zeit zögern. Und wenn der Alex dann auch noch so 5-6 Minütchen macht, dann haben wir schon. In 15 Minuten vom Unterricht weg. Ja, das ist ja die reine Präsentation, bis man vorgeht, bis man dann irgendwas, ja, keine Ahnung, ist egal. Ich gehe ja nicht nach meinem Referat, so, wisst ihr. Morgen ist halt schon Wochenende. Und nächste Woche muss ich 2-mal rein, also eigentlich 2-mal, aber ich muss wieder 3-mal rein, weil wir am Freitag BWL schreiben. Ja, ansonsten denke ich mal, ich schneide jetzt schnell das Video. Ich habe meinem Vater nicht gesagt, dass ich morgen zur dritten will, weil ich habe das relativ kurzzeitig entschieden, aber ja, wenn er mich aufweckt, dann esse ich halt was und dann wann wird er mich aufwecken? Um 6:30. Boah, Digga. Ich glaube, ich packe das nicht. Also ich wache dann auf 6:30 und lege mich vielleicht noch so eine Stunde hin. Und dann wäre das 7:30. Und dann stehe ich auf, mache mich fertig. Dann ist es vielleicht schon 7:50. Dann wiederhole ich vielleicht noch 20 Minuten bis 8:10 Uhr, dann gehe ich raus und bin ich schon um 9 in der Schule oder so. Dann komme ich hier mitten in Mathe rein. Ich glaube, wäre es sicher was ganz, als irgendwie mitten in den Unterricht reinzuplatzen. Deswegen kann ich ja noch eine halbe Stunde schlafen, also kann ich eineinhalb Stunden schlafen. Ayudo. Schlafen, Idee.